Ich hatte bereits erwähnt, dass ein funktionierendes Siedler 3 plus 4 ein wichtiger Zwischenschritt zu einem Siedler 5 ist. Anders als viele Gaming-Journalisten es gerne behaupten, gibt es durchaus markante Unterschiede zwischen beiden Spielen. Und genau diese Konflikte müssen wir lösen, damit wir eine Grundlage für einen fiktiven fünften Teil hätten. Siedler 4 ist trotz eines Status als Nachfolger nicht immer das bessere Beispiel, denn für jeden Schritt nach vorne macht es auch einen zurück. Wir haben hier zum einen die Bodenschätze. In Siedler 3 gab es keine Steinminen, was es für Spieler, die nicht als Asiaten gespielt haben, sehr schwer machte, Stein zu erneuern. Die Steinminen aus Siedler 4 würde ich auf jeden Fall behalten wollen. Die Siedler 3 exklusiven Edelsteine sind etwas komplizierter. In ihrer dortigen Form halte ich sie für unpassend, abgesehen davon, dass ich kein Freund des Siedler 3 Kampfkraftsystems bin. Edelsteine waren in Siedler 3 nur für die Ägypter und ab dem Add-on für die Amazonen nutzbar. Von solchen Rohstoffen bin ich ohnehin schon kein großer Freund, wobei sie hier wenigstens für diese Völker sinnvoll waren, was man von Schwefel nicht behaupten kann. In Siedler 3 waren Edelsteine aber für die Ägypter nichts anderes als doppelt zählendes Gold, das nicht vorher verarbeitet werden musste. Für einen Siedler 5 könnten Edelsteine oder Kristalle natürlich mehrere Funktionen haben. Der Einsatz in bestimmten Zielobjekten anstelle von Gold wäre denkbar und die Amazonen könnten sie weiterhin in Laboratorien verwenden. Unrealistische Technologien wie Wettermanipulation würde ich auch über Edelsteine abwickeln. In diesem Zusammenhang könnten sie in der Hinsicht einzigartig sein, dass Edelsteine nach Gebrauch auf solche Weise in einen unnutzbaren Zustand übergehen und erst wieder aufbereitet werden müssen. Wie man vorhin schon raushören konnte, halte ich auch das Kampfkraftsystem von Siedler 4 für überlegen. Kampfkraft in Siedler 3 steigt einzig und allein durch Gold und Edelsteine. Zum einen klammert das aber den Aufbau der restlichen Siedlung aus, zum anderen bin ich wirklich kein großer Fan davon, dass diese Rohstoffe einfach irgendwo in der Siedlung rumliegen. Ich bevorzuge es, als Spieler irgendwas mit diesen Rohstoffen machen zu müssen. Bis zu 100% kommt man in S4 auch problemlos durch den natürlichen Aufbau seiner Siedlung, was auch gut dazu passt, wie Kampfkraft in Universe erklärt wird. Wenn ich Kampfkraft in Siedler 4 pushen will, muss ich mein Gold gezielt in Zielobjekte investieren. Aus dem gleichen Grund bevorzuge ich auch das Rekrutierungssystem von Siedler 4, aber ich kann auch nicht ignorieren, dass das S3-System einen klaren Vorteil hat. In Siedler 3 ist der Zugang zu höherstufigen Soldaten nicht an Gold, sondern an göttliche Aufwertung geknüpft, die parallel mit Mana erzeugt wird. Erreicht die Aufwertung 100%, kann ich mir einen Soldatentypen aussuchen, der auf Level 2 oder, wenn schon alle auf Level 2 sind, auf Level 3 aufgewertet wird. Für den Rest des Spiels sind dann alle neuen Soldaten dieses Typs auf dem neuen Level ohne zusätzlichen Materialbedarf. Das hat den Vorteil, dass es tatsächlich eine Spielphase gibt, in der Level 2 Soldaten relevant sind, während in Siedler 4 Level 3 genau im gleichen Moment verfügbar wird, in dem Level 2 verfügbar wären und sie so irrelevant machen. Ich sehe stärkere Soldaten als Belohnung für eine größere Komplexität der Schwerindustrie bzw. der übrigen Siedlung, aber eben nicht für ein stumpfes Mehrbauen der gleichen Gebäude. Für zweistufige Soldaten würde das S4-System gut funktionieren, aber für drei Stufen, wenn wir diese beibehalten wollen, bräuchten wir ein weiteres Element. Ich hatte einige verschiedene Überlegungen, um das S4-System entsprechend weiterzuentwickeln. Eine war, Gold um Silber zu ergänzen, von denen eins für Level 2 erreicht, während für Level 3er beide benötigt werden. Silber würde sich aber in Erwerb und Verarbeitung nicht von Gold unterscheiden, die Komplexität der Siedlung steigt dadurch also nicht wirklich. Eine andere war, ähnlich wie in Siedler 2, Alkohol statt des zweiten Goldbarren zu verwenden, was Mana aber starker Konkurrenz aussetzen könnte. Aktuell bin ich deshalb bei einem Hybridsystem, das das Siedler 4-System beibehält, aber um einen weiteren Aspekt ergänzt, nämlich Erfahrung. Gold wäre dann dazu da, um Soldaten auf einem höheren Level starten zu lassen, aber die schwächeren Soldaten könnten nachgezogen werden. Sowohl durch zeitaufwendiges Training in einer Arena, womit wir dieses ursprünglich geplante Siedler 2022-Gebäude auch sinnvoll integriert hätten, als auch durch eine Schlachtfeldbeförderung nach einer überstandenen Schlacht. Die Ausbildung schwächerer Soldaten könnte dadurch je nach Spielphase und Strategie durchaus sinnvoll sein. Wenn man Erfahrung mit ein paar Perks verknüpft, könnten Krieger, die den langen Weg gegangen sind, sogar erkennbar stärker sein als die, die auf Level 3 anfingen. Das erfordert aber noch genauere Konzeption, insbesondere da ich möglichst keine reinen Stat-Boosts als Perks haben wollen würde. Die Amazonen könnten außerdem eine Form der göttlichen Aufwertung beibehalten. Ein Konflikt, wo ich deutlich mehr Potenzial im S3-Ansatz sehe, ist Pflanzenwachstum. Zwischen Saat und Ernte vergehen in Siedler 3 locker mal 10 Minuten, während es im Nachfolger nicht mal 4 sind. Das gilt natürlich auch für Bienen. Die kurzen Wachstumszeiten in Siedler 4 sind auch ein Grund, wieso der Fruchtbarkeitszauber praktisch nicht zu retten ist. Pflanzenwachstum ist nie der Flaschenhals, der die Produktion verlangsamt. Ich würde gerne das S3-System weiter ausbauen, mit mehreren Faktoren, die Wachstum beeinflussen können. Regenwetter, Nähe zu Bächen, Seen, Flüssen oder anderen Bewässerungsquellen, Anwesenheit von Bienen für Amazonen, Wikinger und ihre Verbündeten und ob auf normalem, saftigem oder steinigem Gras angebaut wird. Bis auf das Regenwetter wäre das alles sogar mit Elementen machbar, die es bereits in S3 und S4 gibt. Einige Pflanzen wie Weinreben oder theoretisch auch Fruchtbäume müssten auch nur einmal wachsen und tragen dann beliebig oft, solange die Jahreszeit es zulässt. Hier könnte man dem Spieler sehr viele Optimierungsmöglichkeiten geben. Wovon ich aber Abstand nehme, sind Fruchtbarkeiten, wie man sie aus Anno kennt. Dort erfüllen sie nur einen Zweck, und zwar, dass man eben nicht alle seine Pflanzen auf einer Insel parken kann. Siedler hat dieses Problem nicht, und wenn Pflanzen unterschiedliches Terrain brauchen, hat man die Fruchtbarkeiten ohnehin schon irgendwie.
Und wenn verschiedene Völker unterschiedliche Pflanzen für gleiche oder ähnliche Zwecke verwenden, ließe sich aus einem zunächst vielleicht nur kosmetischen Unterschied später auch ein spielerischer stricken, wenn sich entsprechende Gelegenheiten bieten oder es anderweitig erforderlich sein sollte. Generell mag ich zwar das System mit drei Hauptnahrungsmitteln, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass alle Völker die gleichen haben müssen und das könnte auch zu sinnvollerem Handel führen. Ich bin außerdem ein großer Fan davon, wie sich der Drei sowohl Reis als auch Honig als Nahrung mitnutzt. Die Amazonen haben sogar eine Variante des Honigaufbaus. Ich würde das weiter aussehen und sagen, dass alle Mana-bezogenen Waren, sowohl Zwischen- als auch Endprodukte, die sinnvolle Nahrung wären, auch als solche genutzt werden können. Für die Römer wäre das nur Wein, aber für die Wikinger und Amazonen wären das sowohl Honig als Zwischenprodukt, als auch Met als Endprodukt. Dass Minen diese Waren als Lieblingsnahrung verwenden, wäre wohl die absolute Ausnahme, aber gerade wenn zum Beispiel im Winter keine Nahrung produziert werden kann, könnte der Spieler vielleicht keine andere Wahl haben, als die Mana-Produktion zeitweise einzustellen und etwaige Vorräte auf diese Weise zu nutzen. Eine Sache, die eigentlich kein Konflikt ist, ist die Einheitenauswahl. Schwerkämpfer und Spezialeinheiten schließen sich keineswegs gegenseitig aus. Mit nur drei Einheiten pro Volk wird es ohnehin schwer, ordentliche Einheitenzwecke und Konter zu definieren. Etwas mehr brauchen wir da schon. Den Hauptmann würde ich aber komplett neu denken und generell müssten manche Einheiten angepasst werden, um das neue Gefüge zu passen. Häuser sind auch kein Konflikt, da sie sich nur in ihren Bewohnerzahlen unterscheiden. Die Häuser in S3 sind teurer, geben dafür aber auch bis zu 100 Siedler. Für Siedler 5 halte ich diese Zahlen für weniger relevant, ich würde aber die Bettenmechanik ausbauen wollen. Ebenfalls kein Konflikt im eigentlichen Sinne sind die Zauber. Viele S4-Zauber sind Entsprechungen von S3-Zaubern, aber wie im Video zur Völkerplanung schon erwähnt, will ich, abgesehen vom Geschenkzauber und Abkürzung, welche sich immer noch in Details unterscheiden können, keine doppelten Zauber. Die Römer haben es hier relativ einfach, wenn man bedenkt, dass sie als einzige im beiden Spielen vertreten waren und so zwei Sets Zauber haben. Besonders stark sind die Überschneidungen zwischen den Mayas und Ägyptern, bei denen zwei Kampfzauber fast identisch sind. Die Trojaner haben dagegen keine richtigen Überschneidungen mit irgendwem, da die Römer das magische Auge eher nicht wiederbekommen. Hier versuche ich für jeden betroffenen Zauber ein Vorrecht abzuleiten, sowohl aus den Themen der Völker als auch aus dem bisherigen Gameplay und den Änderungen, die sie von mir in einem Siedler 5 bekommen würden. Das Volk, das leer ausgeht, bekommt dann einen neuen Zauber, der den gleichen Zweck erfüllt oder zumindest in die gleiche Kategorie passt. Glücklicherweise scheint S3 intern die gleichen Zauberkategorien wie S4 zu haben. Geschenk, Umwandlung, Nahrung, Terraforming, Verteidigung, Angriff, Soldaten und Spezial, wobei die drei Kampfkategorien ziemlich viele Überschneidungen haben. Schild und Blutrausch könnten zum Beispiel genauso Soldatenzauber sein, wie es Angriff aus dem Nichts auch einer ist. Spezial ist praktisch ein Joker, wobei er eigentlich nie ein richtiger Eco- oder Kampfzauber ist. Rohstoffe auffrischen betrifft die Wirtschaft eher langfristig, Thor's Hammer sehe ich nur als Kalbenkampfzauber, da er gegen Gebäude eingesetzt wird, Orakel gibt nur Informationen und Steinfluch kommt einem Eco-Zauber ziemlich nahe, aber nicht in dem Sinn wie die anderen. In ein paar Fällen lassen sich Zauber auch zusammenführen. So würde ich es für die Römer mit schwindende Schätze aus S3 und Rohstoffe auffrischen aus S4 machen. Welche Version eingesetzt wird, könnte daran gekoppelt werden, ob der Einsatz in eigenem, verbündeten oder feindlichem Gebiet stattfindet. Ähnliches gilt für die beiden Warenteleportationszauber der Amazonen. Ein Gedanke, mit dem ich auch spiele, ist, ob Umwandlungszauber grundsätzlich in beide Richtungen funktionieren sollten. Das ist eher selten nützlich für den Eigengebrauch, öffnet aber in den meisten Fällen zumindest etwas Griefing-Potenzial, wenn man zum Beispiel das Gold des Feindes einfach in Holz verwandelt. Ich muss aber zugeben, dass ich zumindest bisher noch nicht auf alles eine gute Antwort gefunden habe. Gerade mit Rekrutierung bin ich noch nicht restlos zufrieden, aber auch Bodenschätze machen mir noch Bauchschmerzen und ich weiß nicht, ob ich Schwefel oder Edelsteine schwieriger finde. Außerdem befasst sich nichts hiervon mit den Schwächen, die beide Spiele teilen, wie zum Beispiel die Siegbedingungen. Und natürlich müssen wir bedenken, dass wir nichts davon je werden testen, geschweige denn spielen können. So viel Spaß es mir auch macht, das alles zu durchdenken, nichts davon kann in der Praxis richtig erprobt werden. Ein paar Fragen werde ich vielleicht einfach offen stehen lassen müssen, aber vielleicht fallen die Antworten ja noch von selbst an die richtigen Stellen, wenn wir die anderen Baustellen weiterdenken. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir rausfinden, wohin uns dieser Weg noch führt.